wenn es Nacht wird, in Spielberg. Und damit hallo liebe Formel 1 Fans und MSM Freunde und natürlich auch weiterhin gute Besserung an unseren Christian. Und dazu hat bestimmt auch ein bisschen die Formel 1 Action und ein spannendes Rennwochenende hier in Österreich beigetragen. Und da gab es heute schon die ersten Entscheidungen. Wir haben ein Sprintrennwochenende, also gab es heute das Qualifying. Max Verstappen startet in Spielberg von der Pole Position, zumindest im Sprintrennen. Warum sind wir aber dennoch vor der Ferrari Hospitality? Ja, denn es war ein sehr knapper Kampf. Verstappen ging ja als Favorit in das Rennwochenende und eigentlich nach der Bestzeit im Training auch in das Qualifying. Aber dort sah die Welt dann schon ein bisschen anders aus. Charles Leclerc sicherte sich in Q1 und in Q2 jeweils die Bestzeit. In Q3 dann ein bisschen die Trendwende. Verstappen auf dem ersten Run schneller. Im zweiten Run gab es eine sehr knappe Entscheidung. Wenigste Hundertstel entschieden zugunsten von Verstappen und gegen Leclerc, auch Sainz nur ganz knapp dahinter. An sich hätten auch die Ferraris vermutlich in Q3 die Base gehabt, die Pole Position zu holen. Aber ihnen kamen ein paar rote Flaggen in den Weg, nämlich beide Mercedes hatten jeweils einen Unfall, dazu kommen wir später nochmal im Detail. Nachdem Lewis Hamilton seinen Unfall hatte und die rote Flagge vorbei war, fuhren die beiden Ferraris schon wieder raus. Allerdings kam dann halt der Unfall von Russell und dadurch bekamen sie die Runde nicht zusammen. Und Verstappen auf der anderen Seite wartete noch ein bisschen an der Box und musste diese eine Runde nicht hinlegen. Im entscheidenden Run war das dann entscheidend, denn die Ferraris hatten keine frischen Reifen mehr, wie erwähnt, und mussten auf den alten Pneus nochmal ausrücken. Dadurch hatten sie nicht den Grip, sie hatten Untersteuern, das beklagten sowohl Sainz als auch Leclerc in Kurve 1, Kurve 3 vor allem. Und so verlor man dort diese entscheidenden Tausendstel. Dazu kam noch, dass sie kein ideales Aufwärmprogramm zustande bekamen, denn nachdem nur noch 2 Minuten auf der Uhr waren, musste man sich beeilen. Sie standen lange am Ausgang der Boxengasse, konnten dann ihre Runde nicht ideal vorbereiten. Und dadurch hatten sie nicht die richtige Temperatur in den Reifen. Das alles spielte Verstappen in die Karten, der dadurch auf die Pole Position fuhr. Wo war der zweite Red Bull allerdings währenddessen? Ja, Sergio Perez. Bei dem lief es heute alles andere als rund. Er hatte eigentlich beim gesamten Qualifying keine Chance gegen Verstappen. Er konnte die Pace nicht mitgehen. Und eigentlich hätte er auch schon an Q3 gar nicht teilnehmen dürfen. Denn in Q2, auf seiner entscheidenden Runde, kürzte er die Strecke knapp ab in Kurve 8, kam erst durch diese Runde überhaupt ins entscheidende Segment. Die Stewards leiteten allerdings zu spät eine Untersuchung ein. Die Runde wurde nicht gestrichen, bevor Q3 begann. Perez wurden alle Runden aus Q3 aberkannt, plus offiziell auch die schnellste aus Q2. Damit startet er nur von Startplatz 10. Bitterer Freitag für den Mexikaner. Aber wir haben ja noch ein Sprintwochenende, da kann er noch viel aufholen und normalerweise ist er die Rennbase seine Stärke. Ferrari und Red Bull, Red Bull und Ferrari. Das waren in dieser Saison bislang die Teams, die um die Spitze gekämpft haben. Aber so langsam kommt da ein alter Bekannter wieder mit ins Spiel und das sind die Silberpfeile. Mercedes war auch hier in Spielberg schneller, als wir alle gedacht haben. Der Aufschwung, der begann schon in Silverstone am vergangenen Wochenende und wurde auch in dieser Woche weitergeführt, zumindest wenn man rein auf die Pace schaut. Und entsprechend fasst George Russell das Rennwochenende bei Mercedes fast schon mit einem Satz perfekt zusammen. Er sagt, rein auf die Pace betrachtet, war dies unser bestes Qualifying der Saison bislang. Aber vom Ausgang her war es leider auch das schlechteste Qualifying für Mercedes. Und zwar nicht, weil das Ergebnis schlecht gewesen wäre, da gab es sogar schon schlechtere in diesem Jahr mit Ausscheiden in Q1, aber weil die Autos weniger Silber und mehr Schrottpfeile am Ende des Tages waren. Und das hat beiden Fahrern und dem Team natürlich gar nicht gefallen. Bis zum Q3 sah alles noch gut aus. Lewis Hamilton war ein bisschen schneller als George Russell. Aber ansonsten, Hamilton laut Toto Wolff war im Kampf um die Pole mit dabei. Zumindest seiner Meinung nach. Russell hat gesagt, P4 wäre durchaus möglich gewesen aus seiner Sicht. Sollte es am Ende dann auch noch werden. Aber im Q3 kam dann plötzlich der Doppelschlag. Der Doppelschlag in die Mauer. Zuerst hat es Lewis Hamilton erwischt in Kurve 7, schnelle Kurve, eingangs der Kurve, ist ihm mit Snap-Oversteer das Heck ausgebrochen und er ist seitlich in die Reifenstapel eingeschlagen. Später, nach der roten Flagge, hat es dann auch noch Russell erwischt. Ihn hat es in der Zielkurve in
10 erwischt. Vorher ist er schon in Kurve 9 über den Curb gefahren. Das Auto ist ein bisschen unruhig geworden und dann war es auch für Russell schon vorbei. Hamilton war hinterher untröstlich und total niedergeschlagen, hat gesagt, sorry an das gesamte Team, ich möchte das Auto niemals kaputt zurückbringen und schade, dass sie jetzt die ganze Arbeit haben. Russell hat sich ein bisschen kämpferischer gegeben und hat gesagt, ja, da ist im Rennen noch ein bisschen möglich. Unsere Rennpace im Normalfall eh besser. Wir haben jetzt auch noch hier das Sprintrennen, da können wir uns noch ein bisschen verbessern und da sieht das Ganze eigentlich nicht so schlecht aus. Aber es hat sich sogar noch ein bisschen gebessert, denn wie Flo eben gesagt hat, Sergio Perez hat einen Platz noch verloren. Dadurch rückt George Russell auch wieder nach vorne. Ein bisschen ein Problem könnte sein, dass bei beiden Autos ähnliche Teile ein bisschen in Schaden genommen wurden und die müssen jetzt natürlich ersetzt werden, weswegen es vielleicht das ein oder andere Ersatzteilproblem geben könnte. Aber Mercedes wird auf jeden Fall weiter angreifen und mal schauen, wie weit sie diesmal nach vorne kommen können. Mercedes war heute enttäuscht, weil man aus der guten Performance nichts machen konnte. Bei Aston Martin sah es genau andersrum aus. Dort konnte man die Performance maximieren, aber so viel steckte leider nicht in dem Aston Martin drinnen. Sebastian Vettel war nach dem Qualifying ratlos. Er meinte, es hat sich an sich nicht schlecht angefühlt, aber wir waren einfach zu langsam. Dementsprechend auch beide Aston Martins im ersten Qualifying-Segment raus. Bei Sebastian Vettel kam noch ein bisschen mehr Pech dazu. Vettel kam bei seiner entscheidenden Runde etwas über die Track Limits raus. Deshalb wurde ihm die schnellste Zeit aberkannt und so fiel er auf den allerletzten Platz zurück. Etwas besser lief es für Mick Schumacher, für den anderen Deutschen im Feld. Er kam zwar in Q3, war dort aber auch nicht komplett zufrieden mit dem Ergebnis, denn er wurde von Teamkollege Kevin Magnussen geschlagen. Haas allgemein lief an diesem Qualifying-Freitag ziemlich gut, aber Schumacher meinte eben, vor allem das Reifenaufwärmen entwickelte sich bei ihnen zum Problem. Aber mit beiden Autos aus den Top 8 hat man gute Chancen, bereits morgen die ersten Punkte des Wochenendes einzufahren. Und für Mick Schumacher werden das ja dann die zweiten, und zwar im zweiten Rennen in Folge. Die Formel 1 wäre nicht die Formel 1, wenn auch abseits der Strecke nicht etwas los wäre. Genauso ist es auch hier in Spielberg. Die Formel 1-Kommission hat heute am Freitagvormittag getagt. Es gab viele Themen zu besprechen, aber zunächst hieß es, keine zu großen Erwartungen. Da wird heute noch nicht allzu viel entschieden werden. Aber dann gab es doch noch ein paar Entscheidungen. Zumindest in 3 von 4 Fällen können wir etwas vermelden. Los geht es mit dem Budget Cap. Das ist bei 141,2 Millionen aktuell angekommen, dadurch, dass wir 22 Rennen in diesem Jahr haben. Und die Teams haben sich ja immer wieder darüber beschwert, durch die steigende Inflation und die Frachtkosten, die immer mehr werden, gibt es ein paar Probleme und sie würden gerne mehr Geld ausgeben, denn sie haben es, zumindest in den meisten Fällen. Und die FIA hat einen Vorschlag gemacht und gesagt, 3,1% können wir den Budget Cap erhöhen. Sie haben keine genaue Zahl genannt, nur diese 3,1%, aber das wird ungefähr 4 Millionen entsprechen, die sie damit mehr ausgeben dürfen. Davon nicht betroffen ist die Erhöhung, die für nächstes Jahr ohnehin schon geplant ist, nämlich eine Erhöhung um 3%. Dann, neben dem Budget Cap wurde auch noch natürlich über die technische Direktive, die uns schon seit Wochen bewegt, gesprochen. Vor Kanada, nach dem Bouncing-Problem in Baku, hat die FIA versucht, schnell zu reagieren und eine technische Direktive ausgegeben, die nicht wirklich gut bei den meisten Teams angekommen ist. Die haben sich beschwert, es ist unfair, während der Saison die Regeln zu verändern, zumindest wenn sie davon negativ betroffen werden. Und deswegen hat die FIA vor Silverstone, den letzten Rennen in der letzten Woche, eine komplett neue Direktive herausgegeben, die auch nur ein Entwurf war. Über diesen Entwurf hat man nun abgestimmt und gesagt, okay, das machen wir, aber nicht wie geplant schon ab dem Frankreich Grand Prix, sondern erst ab dem Belgien Grand Prix. Somit bleibt noch Zeit bis nach der Sommerpause, damit alle Teams fair und gut sich an diese neuen Regeln anpassen können und die Unterböden entsprechend anpassen können. Denn da gab es natürlich auch ein paar Probleme, wo jetzt zum Beispiel bei Mercedes auch George Russell heute nach dem Qualifying noch mal ein bisschen in der Wunde gebohrt hat und gesagt hat, ja, Ferrari und Red Bull, da merkt man schon, die Unterböden, die sind da vielleicht ein bisschen zu beweglich und das soll mit dieser Regel dann verschwinden. Parallel dazu gibt es noch kleinere Entscheidungen. Testfahrten dürfen jetzt auch außerhalb von Europa vor der Saison stattfinden. Bislang musste das Ganze mit einer Mehrheit beschlossen werden, bis zu 4 Tage vor Saisonbeginn. Also man könnte am Wochenende vor dem Saisonauftakt in einer Art Doubleheader dort testen. Und bei den Power Units, ja, da gibt es keine richtige Regel, die bekannt gegeben wurde, denn da warten wir noch auf das Reglement für 2026. Aber man hat zumindest gesagt, dass man sich darauf geeinigt hat und dass man sich sicher ist, dass man einen nahen
einen Schritt dran ist, dass das Ganze bald bekannt gegeben werden kann. Wir sind gespannt. Das war es von uns, von einem sehr spannenden Qualifying Freitag. Morgen am Samstag geht es weiter. Dort werden hier schon die ersten Punkte vergeben in Spielberg für den Sprint. Und natürlich wird auch die Startaufstellung bestimmt für das Rennen am Sonntag. Deshalb unbedingt reinklicken. Bei uns in der App verpasst ihr nichts. Und im Live-Ticker halten wir euch den gesamten Tag up to date. Von unserer Seite sagen wir Servus aus Österreich und bis morgen.